Es ist heute der Augustin kurz da, der bringt da Plakate von der, ja, von der WHO, die können Sie ja lesen. Er geht gleich weiter nach Steyr. Und wenn wir jetzt bei der WHO sind, das ist schon mal ein Stichwort. Ihr habt ja sicher mitgekriegt, wie diese Bande versucht, den Strick über den Hals der Menschheit richtig eng zuzuziehen, sodass sie keine Luft mehr kriegen und alles brav tun, was gesagt wird. Bei der WHO ist das so, dass nämlich dort verankert wird, dass für zukünftige Pandemien eine Impfung ohnehin zwangsmäßig, wenn nötig, durchgeführt werden kann. Das muss man sich vorstellen. Da wird nicht lang gefackelt, nicht lang geredet. Jeder muss sich den Körper hinstellen und muss sich das Ding reinjagen lassen. Ob es ihm passt oder nicht, so weit sind wir. Und das wollen sie machen. Unter der scheinheiligen Ausrede, vielleicht wieder von einem Virus, der eigentlich überhaupt nicht gefährlich ist, wie wir jetzt das mitgekriegt haben. Das ist die WHO. Sie wollen die Menschen in den Staub, in den Sand drücken. Kniet nieder vor uns. Das ist ihre Botschaft. Nun, wir nicht. Und wir sind nur die Spitze des Eisberges des Widerstands auf der ganzen Welt. Da sind nämlich Millionen, Millionen Menschen, wo im Herzen mit uns sind. Wir bringen unsere Belange vor. Wir sind im Herzen. Aber wir bringen unsere Belange lautstark vor. Wir drücken uns nicht von den Tatsachen, die da sind. Wir sprechen sie aus. Aber trotzdem sind wir verbunden im Herzen. Trotzdem sind wir zusammen. Wir haben ein wirkliches Miteinander, wo wir da kreieren. Und das ist der Unterschied zwischen denen, die nur die Gier, die Hass und den Neid haben und von dem nur angetrieben werden. Das ist der große Unterschied. Die leben in der Dunkelheit dieser dunklen Gefühle und wir haben nun zum Herzen, uns treibt es uns an, diese Ungerechtigkeit und dieses Sklaventum, das da produziert wird, zu transformieren in Freiheit, in eine wahre Freiheit, in eine wahre Freiheit des Herzens, in uns. Das machen wir. Okay, das einmal zum Anfang. Wir werden noch weitermachen. Elvis, magst du mal kurz? Ihr habt es vielleicht gesehen, am Valentinus haben gerade ganze vier Leute zugehört, dann sind sie weitergezogen. Das heißt, wir haben hier eine unglaubliche Präsenz. Wir werden hier die Welt verändern heute. Ja, es wird ein gewaltiges Ereignis werden. Aber ich hätte mal gesagt, ich fange mit ganz banalen irdischen Sachen an. Zum einen ist es, freut mich, in unseren Reihen wieder hier begrüßen zu dürfen, etwas verbessert, was das Kreuz angeht. Unseren Wandersmann, unseren Max, da hätte ich mal gesagt, einmal einen Applaus für den Mann, der ist bis noch hinter Linz 180 Kilometer spaziert, dann hat leider Gottes das Kreuz nicht ganz mitgemacht, aber ganz große Leistung, Max, danke! So, der zweite Programmpunkt, weil vielleicht doch noch irgendeiner unter den Spaziergängern aus den fernen Ländern, die uns bereisen, bei deren Wirtschaftslage besser ist als unsere und die sich das noch leisten können, vielleicht zuhören, noch ein weiterer Punkt. Der Valentinus hat gerade vorhin erklärt, ja, wir haben heute ob des Marathons quasi eine Kursänderung oder eine Programmänderung. Die Programmänderung, die stattfinden sollte, ist, dass man sich darauf besinnt, dass es nicht wichtig ist, was die WHO macht, wenn die einzelnen souveränen Staaten das nicht mittragen. Und nur zur Erinnerung, Österreich ist ein souveräner Staat. Und wir haben die letzten 3,5 Jahre eine rote Linie des absoluten Fehlschlagens, des absoluten Falschagierens. Man hat begonnen, Grund- und Freiheitsrechte auszuhöhlen und die eigene Bevölkerung zu verfolgen, wegen einer sogenannten Pandemie, die quasi im Oktober 2019 unter der Vertretung von Gates, ein paar chinesischen Wissenschaftlern, ein paar US-Kräften am Event 201
am Reißbrett skizziert und siehe da, dann mit Dezember 2019 eingetreten ist. Man hätte das Ganze verfolgen können und sehen können aufgrund des Beispiels der Diamond Princess, wie die Sterblichkeitsrate tatsächlich ist. Das hat man aber nicht gemacht. Die Leak-Berichte aus England und auch aus Österreich, auch unser Kanzler mit den großen Ohren, hat ja einst Panik gemacht. Jeder wird einen kennen, der an irgendwas verstorben sein wird. Ja? Das war falsch. Aber wir fahren diesen Kurs weiter. Wir haben uns zum Testweltmeisterland gemacht. Und damit haben wir quasi eine Infrastruktur geschaffen, bei der Geld gedruckt wurde, um Leute zu Hause zu lassen, Betriebe zuzusperren, Spaltung zu betreiben, die Polizei zu instrumentalisieren und Ähnliches. Damals haben wir die Basis für eine Inflation gesetzt, die heute immer noch bei knapp 10% ist. Ja, wer 5,2 Milliarden ausgibt, um Testweltmeister zu sein, der sollte nicht nur eine Schelte vom Rechnungshof bekommen, wie das jetzt passiert ist, sondern der sollte vom Volk eine Schelte bekommen. Aber das aufständische Volk steht hier im Schatten auf dem geschützten Parkplatz für ihr Filmteam und umfasst vielleicht 50 Leute, die anderen tun Eis essen, im Sonnenschein strapazieren und Leuten zuschauen, ob ihres Einsatzes, weil sie laufen gehen. Ich habe Respekt vor jedem, der heute, wo es mal nicht regnet, einen Marathon läuft. Aber ich glaube, die Prioritäten sollten woanders liegen. Aber wie gesagt, dieses Land stört sich nicht. Wir haben angefangen mit Corona-Blödsinnigkeiten, unsere Grund- und Freiheitsrechte wegnehmen zu lassen, aushöhlen zu lassen und unsere Verfassung zu brechen, während der grüne Kreis in der Hofburg geschwiegen hat. Dann haben wir uns als neutrales Land, dessen immerwährende Neutralität die Basis für dieses souveräne Österreich darstellt, dazu hinreißen lassen, Partei zu ergreifen, indem wir Ukraine-Flaggen aufstellen, indem wir eine mediale Berichterstattung haben von jenen Systemmedien, die uns einst über den Virus aufgeklärt haben, die uns jetzt über den Krieg informieren. Sehr einseitig, möchte ich meinen. Aber vielleicht kriegen sie ja diesmal nicht seitens der Politik, sondern seitens ukrainischer Kräfte irgendwelche Anzeigen geschaltet. Die österreichische Medienlandschaft ist diesbezüglich etwas traurig. Deswegen liegen wir aktuell, was Pressequalität und Pressefreiheit angeht, ja auch hinter Nigeria. Namibia, Entschuldigung. Das macht aber nichts, weil wir gerade bei afrikanischen Staaten sind, während der Westen kriegstreiberisch und von Lobbyisten durchwandert, den Krieg weiter fortgesetzt hat und gepusht hat und damit das Elend der Menschen in der Region ansteigen hat lassen, hat es das kleine Südafrika geschafft, im Diskurs mit anderen afrikanischen Ländern eine Friedensverhandlung in die Wege zu leiten. Ja, ja, der schwarze Kontinent, der nicht an Covid gestorben ist, obwohl die Impfrate gering ist, hat es jetzt geschafft, wieder den Interessen des Westens, Wladimir und Volodymyr, zu Friedensverhandlungen zu bringen. Der Westen sollte sich schämen. Österreich als neutrales Land hätte auch diese Chance gehabt. Aber der erwähnte grüne Kreis in der Hofburg, der quasi als Lockdown-Brecher beim Italiener saß und beim ORF ein bisschen mit dem Boxsack gewackelt hat und der jetzt die Söhne dieser Republik in das Uranmunition verseuchte ukrainische Gebiet schicken will für Entminungsdienste. Dieser Mann, der ist ja nach wie vor der festen Überzeugung, dass Waffen Frieden schaffen. So wie übrigens ganz viele andere. Es ist peinlich. Und deswegen sage ich, es sollte eine Korrektur geben. Allerdings nicht wegen eines Marathon und keine geänderte Route, sondern es ist genug, diese Politik, die dieses Land kaputt macht, die diese Bevölkerung gespalten hat, endlich und final davon zu jagen und als souverän aufzustehen und zu zeigen, was man davon hält. Wir zahlen diesen Wahnsinn mit unserer Gesundheit, wir zahlen diesen Wahnsinn mit unserem Steuergeld. Wenn wir nicht mitmachen, dann ist es vorbei. Aber die Leute stehen ja lieber und kaufen sich ein kaltes Fanta unter Eis, solange man es sich noch leisten kann. Und wenn es vorbei ist, ja, dann werden wir halt schauen. Ja.
Zur Not holt man sich halt einen Booster oder zur Not schickt man halt den Sohn in die Ukraine. Macht ja nichts. Es ist ja alternativlos. Es ist ja alles immer so alternativlos. Und ich allein kann ja eh nichts machen. Deswegen bleibe ich gleich am Arsch sitzen. Das mache ich jetzt nicht. Ich bedanke mich jetzt für das offizielle Zuhören zum Kritikpunkt an der Regierung und möchte bemerken, dass ich einmal mehr einen Klingelbeutel mit habe, weil der Darian nach wie vor ganz dringend auf eure Spenden und eure Unterstützung angewiesen ist. Ich werde mit dem Klingelbeutel einmal mehr, weil sonst tut ja keiner, durch die Reihen gehen. Und ich bedanke mich jetzt vorab in seinem Namen bei jedem, der was gibt, damit wir zumindest einmal mehr ein Dorn im Fleisch dieses Systems sind, in dem die Grundrechte so weit ausgehöhlt worden sind, dass man einen österreichischen Staatsbürger wieder dem Artikel 48.1 in Österreich verurteilen kann. Das heißt, dass man ihn verurteilen kann, ehe seine Schuld bewiesen ist. Das ist traurig, das ist böse. Das Schöne ist, der ehemalige Anwalt von Darian, der dafür verantwortlich zeichnet, dass überhaupt die erste Verhandlung so eine Farce war, hat eine neue Rechnung gestellt. Der will erneut mehr Geld für seinen schlechten Job. Der Neue hat noch nicht mal den Akt übermittelt bekommen, weil dieser geldgierige Anwalt es nicht weitergegeben hat. Das heißt, es wird noch ein langer, langer Weg. Wir sind auch da sozusagen nicht beim Sprint, sondern beim Marathon. Und deswegen gehe ich jetzt an diesem schönen Marathon-Tag mit dem Klingelbeutel durch und bedanke mich bei jedem, der da was gibt. Danke fürs Zuhören, danke fürs Spenden und für alle, die es nochmal zur Erinnerung haben. Wenn ich hier fertig bin, werden wir vereinzelt, also der Roman und ein, zwei weitere wackere Menschen, uns zum Marathon stellen, wo wir weniger Touristen und mehr Einheimische haben, die vielleicht auch die Botschaften, die wir zu verkünden haben, hören wollen. Dankeschön. Auseinandersetzen mit dem Buch an der Seite des Volkes. Das Buch beschreibt sehr schön, wie sich in der Südtirol-Phase, wie also Südtirol von dem italienischen Faschismus darunter gelitten hat, unter diesem Faschismus. Hier wird sehr schön beschrieben, als damals noch die Geistlichen in Südtirol sehr wohl zum Volke gestanden sind und dort sich auch entsprechend für das Volk, für den Erhalt der Muttersprache, für die Katakombenunterrichte sehr stark gemacht hat. Ich erinnere daran an den Herrn Kanonikus Gamper. Das sollte eigentlich dem Herrn Erzbischof Lackner auch ein bekannter Name sein. Jetzt komme ich noch einmal zu den Parallelen
Südtirol, Donbass, also Ukraine. In Südtirol wurde auch die Sprache und die Kultur zugrunde gerichtet vom italienischen Faschismus. Und im Donbass, meine sehr geehrten Zuhörer, ist es dasselbe. Wenn man hier irgendwelche Einwürfe hört von Putin-Versteher, dann soll dieser Herr doch bitte schön an den Donbass gehen und sich dort einsetzen. Allerdings ist es so, dass es im Donbass ab 2014 eine entsprechende gesteuerte Krieg, damals war noch der Herr Poroschenko am Ruder, ca. 14.000 russischstämmige Ukrainer hat in vorbereiteten Kriegshandlungen getötet. Jetzt macht hier der sogenannte Herr Zelensky, ich kann es nicht anders bezeichnen, weil in der Ukraine Elend herrscht, macht dieser Herr Zelensky weiter an der Vernichtung und Tötung von unzähligen Menschen im Donbass. Meine Herrschaften, es ist jeder Einzelne, der getötet wird, einer zu viel. Sowohl in der Ukraine als auch dann in Russland. Und wenn wir uns vorstellen, und jetzt komme ich wieder zu unserem ehrwürdigen Herrn Erzbischof Lackner. Der Herr Erzbischof Lackner war doch selber einmal Soldat. Er müsste aus diesem Grunde auch wissen, wie sich also die Dinge weiterentwickeln, wenn immer mehr eskaliert wird. Wir sehen es ja jetzt. Man hat angefangen, zuerst einmal mit finanziellen Unterstützungen. Hat dann der Krieg aufgehört deswegen, dann hat man begonnen, Waffen zu liefern. Hat damit der Krieg aufgehört. Jetzt ist man so weit, dass also schon die Kampfjets geliefert werden. Wird dann der Krieg aufhören? Nein, es wird nicht so sein, weil der russische Staat sehr wohl auch Gegenmaßnahmen trifft, die man jetzt sieht, dass sogar ein entsprechendes Munitionsdepot gesprengt wurde durch entsprechende Raketen. Und jetzt, dass uns ja alles sehr stark betreffen müsste, wir kennen alle noch das Theater von Tschernobyl, ja, jetzt plötzlich kommt eine entsprechende Wolke in den Westen und siehe da, natürlich vom Uran abgereicherten Uran bis hin zur Radioaktivität. Ja, wollen wir denn das? Wollen wir, dass es weiter so geht? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass also die russischen schweren Bomber nach Murmansk verlegt wurden. Ja, glaubt denn jemand, dass also hier, wenn nicht also irgendetwas getan wird und so massiv in Richtung Frieden stiften, dass es hier jemals aufhören wird in den nächsten Jahren? Diese Illusion braucht ihr euch nicht hingeben. Darum frage ich mich, wo bleibt die starke Stimme des Klerus, der dagegen hält, gegen all diese Lügen, gegen diese Propaganda, die uns tagtäglich aus den Medien herausschaut. So wird hier öffentlich vom Klerus gesprochen, von den Bischöfen oder vom Kardinal, dass wir nicht das gehört, dass man hier auch so ein Faschist. Wer hat da schon etwas gehört davon? Nun, es geht immer wieder um dasselbe. Wo bleiben die Worte des Klerus gegen all die Menschenrechtsverletzungen, die hier begangen werden, die auch wir in den letzten 3 Jahren erleben durften? Wo bleibt die mahnende Stimme?
Ich kann hier noch sagen, es hat früher einmal die Worte gegeben, wer hat uns verraten? Hier kann ich nur sagen, unsere Blockparteien mit den Sozialdemokraten. Ich möchte das jetzt um in einen anderen Spruch. Wer hat uns verraten? Naja, unser österreichischer Klerus mit Kardinal und Bischöfen bei all diesen Unsinn und den Corona-Untaten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bravo! Deine Bänder nicht hätte, ha? Aber anständig, was der Malerband halten kann. Halt. Aber hast da unzählige Dinger braucht. Der vor geraumer Zeit festgehalten hat, dass es so ist, dass man bei den Wiener Linien rapiden Mangel an Mitarbeitern hat, ne? Was wohl mit der dortigen Impfpolitik zu tun hat. Du darfst übrigens festhalten, wir werden... Eine kleine Unterbrechung, wir entschuldigen die kurze Störung, wir kommen bald wieder. So, wir sind bei den Busfahrerstäbli, bist fertig mit deinem Werk? Ja, wenn der Wind nicht wieder reinfährt, halten hoffentlich 2 Millionen Klebestreifen jetzt fest. Ich hoffe, du hast festgehalten, dass die Herrschaften von der Ukraine sich für unseren Testweltmeisterstatus und die Inflation interessiert haben mit dem ukrainischen Ding. Es war ein Team-Jogging-Anzug. Also die sind nicht gelaufen, aber sie haben trotzdem die Tracht angehabt. Was noch? Nein, die sind schon weitergezogen. Jedenfalls, der Thomas Breit hat einen Bericht gemacht, die Wiener Linien, also quasi der Öffi-Verkehr in Wien, hat ein rapides Problem, dass sie Mitarbeiter gesucht haben, und der Albus sucht jetzt scheinbar auch. Bei den Wiener Linien liegt es vielleicht an der Impfpolitik. Aber das ist nur so ein Geschwurbel vom Thomas, dass ich hiermit einmal mehr, auch wenn der Thomas auf meine Mails gar nie reagiert, nochmal weitergeben möchte und seinen Kanal empfehlen möchte. So manch Höhergestellter würde auch keinen geimpften Piloten einstellen für sein Privatjet. Gut. Dabei wissen wir doch eh, runterkommen sie alle. Ja, wie der polnische Präsident samt Stab, gell?
Wladimir ist hier. Wladimir ist hier und er hat jetzt hier mir etwas geschrieben, und zwar er schreibt hier, Frieden, die Friedenmacher, sie sollen nach Russland gehen, von Salzburg nach Russland gehen, die wollen den Frieden wollen. Und beste Grüße von Prag. Sie waren von den Russen 68 überfallen worden, oder, und sie wollen das nicht mehr. Bye, bye. Besser geht's doch. Wir haben das öfters, nämlich, dass man uns sagt, uns, die wir da sind, ja, wir sollen doch nach Russland gehen, wenn wir den Frieden wollen. Er ist jetzt nur einer von vielen, wir hören das immer wieder, wir sollen doch nach Russland gehen. Muss man sich den Scheiß wirklich anhören? Ich möchte mal Ruhe haben. Wo sind Sie? Von wo sind Sie? Was hat das damit zu tun? Sie können gern was sagen. Wollen Sie was erwidern? Und diese Ruhe, die Sie hier haben Sie in der Ukraine und nicht. Sie haben es im Sudan nicht. Und wir sind hier, damit dies beendet wird. Und Sie sind auch nur einer von vielen, wo das nicht verstehen. Und jetzt, okay, ich wurde vorher unterbrochen, jetzt möchte ich weitermachen. Und zwar, es geht Pandemie. Billionen von Euros wurden alleine in diese Pandemie gesteckt. Kann irgendjemand von euch sich vorstellen, was für eine Energie in diese Sache gesteckt wurde? In diese Sache, wo jetzt nach und nach die Wahrheit ans Tageslicht rutscht. Mit diesen schummrigen Tests, wo allein in Österreich 5,2 Milliarden Euro ausgegeben wurden. 5 Billionen Euro aus der ganzen Welt. Was für eine Energie. Da geht es. Vorher auf der Welt Hunger, Not, Elend. Keiner kümmert sich darum. Da haben genau diese Leute, die das initiiert haben, die Zeit damit verbracht, ihre Gier zu stillen, ihren Neid auszuleben, ihre Eifersucht. Gott, ist das doch primitiv. Und genau diese Leute, diese paar tausend Leute, haben euch jetzt in den Staub gedrückt. Sie haben euch auf die Knie gezwungen und ihr habt brav mitgemacht. Sie haben mit eurem Geld Tod gebracht. Nicht der Virus war der ursprüngliche Tod. Es war das Leid, was sie ausgelöst haben. Verwandte durften nicht mehr zu ihren sterbenden Menschen gehen in Spitäler. Sie wurden daran gehindert. Wir haben geredet mit Leuten, die diese alten Menschen, nicht nur alte Menschen, auch junge Menschen, die eingesperrt waren in den Spitälern, die in den Altersheimen waren, und die haben gesagt, es war schrecklich. Sie wurden ausgesperrt, sie starben alleine. Eure Verwandten starben alleine. Und ihr habt es zugelassen. Und jetzt hier, vor diesem Ort, wo immer vom Gottvertrauen geredet wird, bla, 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 bla. Wo ist das Gottvertrauen gewesen in der Zeit? Wo war das Gottvertrauen? Ihr habt Angst gehabt. Sie haben euch Angst gemacht und ihr habt der Angst gehorcht. Ihr habt niedergekniet und habt mitgemacht. Billionen von Euros mit einer unglaublichen Energie. Stellt euch vor, mit derselben Energie hätten wir uns dran gemacht, diese Erde zu einem Paradies zu machen. Mit diesem Geld hätten wir innerhalb von 2 Wochen ein Paradies auf der Erde. Innerhalb von 2 Wochen. Sagt euch das was. Und hier wird gestritten. Diese verblendeten Menschen, diese blinden Menschen streiten, weil sie es nicht mehr verstehen können. Sie können es nicht mehr verstehen.
weil die Manipulation völlig wirkt. Sie kommen her, sie beschimpfen uns. Warum? Weil wir für den Frieden sind. Weil wir den Frieden in unserem Herzen mit voller Kraft hier demonstrieren. Und das tun wir schon seit 3 Jahren hier auf der Straße hier in Salzburg. Und nicht nur wir hier, wenn ich von wir rede, dann rede ich von Menschen überall auf der Welt. Und ihr lacht uns aus und zeigt uns den Vogel. Wisst ihr, was wir alles gehört haben? Nazis, ihr seid alle Nazis. In demselben Moment, ihr seid alle Nazis, ihr gehört alle vergast. Das waren nur einige der wenigen, der harmlosen Sprüche, die wir mitbekommen haben. So sieht's aus. Erinnert euch das was? Schaut euch ein paar Dokus an, die vor 80 Jahren gemacht wurden, beziehungsweise wo vor 80 Jahren geschehen ist. Und ihr werdet sehr viele Parallelen finden. Und nicht nur Parallelen, ihr werdet sehen, dass das, was jetzt hier passiert, an Grausamkeit, dass alles, was vor 80 Jahren passiert ist, weit übersteigt. Überlegt es euch. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. Wie viele Milliarden wurden jetzt in den Krieg reingesteckt? Ihr habt jetzt nochmal eine Chance. Alle Menschen, die versagt haben während der Pandemie. Alle Menschen, die versagt haben, die den Leuten den Tod gewünscht haben, die sich nicht spritzen lassen. An all diese Leute haben jetzt eine Chance. Das wird Ihnen jetzt nicht verzeihen. Dieser Krieg hat bis jetzt Milliarden gekostet. Die Amerikaner, habe ich gehört, 150 Milliarden haben sie eingebuttert. Deutschland, habt ihr gehört, die haben seit dem Kriegsbeginn 7 Milliarden hineingebuttert. Österreich hat unter Umwegen 100 Millionen Euro zur EU gespendet, wo das Geld im Kriegsmaterial geht. Dieser Krieg hat Milliarden gekostet. Und wir wissen, dass ihr den Krieg nicht wollt. Wir wissen es. Ich will auch nicht, aber ich will nicht dieses Geschrei. Wir wissen, dass ihr den Krieg nicht wollt. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen der Regierung ein Angebot. Die Regierung nimmt Geld für den Krieg, wo wir doch hier alle nicht wollen. Wir wollen doch alle diesen Krieg nicht. Und sie nehmen euer Geld. Sie nehmen euer Geld für Tod, für Zerstörung und für Elend. Sagen wir doch der Regierung, sie soll ein Fonds einrichten und da kann jeder spenden, der für diesen Krieg ist. Jeder kann freiwillig Geld spenden, der für diesen Krieg ist. Der kann für die Waffen, die wiederum Tod und Zerstörung zu verursachen haben, Geld spenden, freiwillig. Jeder, der freiwillig Geld spendet für den Krieg, soll es in diesem Fonds machen. Nicht mehr so, dass die einfach ein wenig euer Geld nehmen für dieses Elend, was jetzt gerade da oben passiert. Ganz einfach ist das. Eine ganz einfache Sache. Sagt es ihnen diesen sogenannten Regierenden, macht ihnen diesen Vorschlag, ihr müsst ihnen den Vorschlag gar nicht machen. Sie haben das Geld nicht, denn das Geld ist unser Geld. Mit dem Geld machen sie jetzt diese Zerstörung. Sie treiben die Zerstörung und den Toten das Elend voran. Also, diese Burschen, diese Kriegstreiber sollen einen Fonds einrichten und jeder, der für Tod, für Elend ist, soll spenden, spendet. Und dann wisst ihr wenigstens wirklich die Verantwortung abzugeben. Ihr dreht sie schon jetzt, wenn ihr diese Sanktionen mitmacht mit einem Ja, habt ihr sie schon jetzt in diesem Moment schon. Ihr seid jeder, der für Sanktionen ist, jeder für diesen Krieg ist verantwortlich für jeden Toten, der unten jetzt verursacht wird. Vorher ist wieder so ein Bursche da gewesen, der hat sich fahrlos aufgeregt. Das sind wir schon alle gewohnt. Er fühlt sich in seiner Ruhe gestört. Oh,
er fühlt sich in seiner Ruhe gestört. Gott, Gott, Gott. Hat sie auch so Mitleid mit ihm, wie ich? Fühlt ihr auch in eurer Ruhe gestört? Jetzt hier. Fühlt ihr auch in eurer Ruhe gestört? Sein Ding jetzt hier rede. Sein Ding jetzt hier rede. Ungefähr 5 Minuten. Sind wahrscheinlich 500 Menschen zerfetzt worden von den Bomben? Fühlen sich die auch in ihrer Ruhe gestört? Das ist die Wahrheit an einem so schönen Tag. Und ihr könnt es rumreißen, das Ruder. Wir alle, wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir alle zusammenhalten als Menschen, wenn diejenigen, die jetzt noch auf der Knie sind, mit dem Kopf, mit der Stirn auf dem Boden, sich erheben, ihre Stimme erheben, Mut zeigen, dann ist innerhalb einer Woche, 2 Wochen Ruhe. Und wir werden die Welt gestalten. Wir werden die Welt gestalten aus dem Herzen aus. Denn wir alle Menschen, wir haben ein Herz. Wir spüren das Leid, das Elend miteinander. Jeder geht auf jeden ein und so ist ein Miteinander möglich. Und alle religiösen und politischen Doktrinen, die werden uns nicht mehr angehen. Denn jeder Mensch ist das Gesetz. Jeder Mensch ist die Wahrheit. So, danke schön für das, für die lange Aufmerksamkeit. Ein kleines Sittenbild an einem Sonntag im Mai im Jahr 2023. Eine angemeldete Demonstration findet am selben Tag statt, an dem ein Marathon stattfindet. Für den Marathon wird eine Zieleinlaufstraße aufgebaut, mit animierender Musik, mit Gastrostationen, mit allem, was dazugehört. Wer hat noch nicht, wer will nochmal. Da wird laut Krawall gemacht, da wird die Startnummer genannt, da wird die Zeit genannt, da wird gratuliert, da wird frenetisch gepfiffen. Aber wenn am selben Tag ein paar Leute für den Frieden aufstehen und Regierungskritik nennen, dann spürt das die Ruhe. Meinungsfreiheit ist in Ordnung, aber doch bitte nicht laut, am besten da, wo man sie nicht sieht, am besten im Keller, da sind wir dann die Keller-Nazis. Wie quasi unser Vizekanzler so gern sagt, über alle, die die Politik der Grünen oder der ÖVP oder sonstige Einheitsparteien, die jeden Blödsinn mittragen, die erst die Grundrechte ausgehöhlt haben und jetzt die Neutralität ad absurdum schaffen, gutheißen. Nur mal so zum drüber nachdenken. Wir haben eine Meinungsfreiheit, aber bitte nicht laut, das ist Sonntag. Das glaubten die Leute vom Dom stört übrigens nicht. Aber bitte keine Meinungsfreiheit. Ja, der andere gute Mann, der vorher hier gesprochen hat, war seines Zeichens, wenn ich das richtig verstanden habe, Russe, und hat gemeint, wir mögen nach Russland gehen, wenn wir für den Frieden sind. Nun, ich kann natürlich nicht für jeden Demo-Teilnehmer und die wenigen, die dort aufmerksam zuhören, sprechen, aber ich halte mal fest, ich habe in diesem österreichischen Staat als Arbeitgeber und das mit teilweise 1 oder 2 Jobs gleichzeitig zu meinem Hauptjob das Problem, dass ich inzwischen 30 volle Beitragsjahre an eine GKK, also eine Krankenkasse, ihr wisst schon, wir sind ja in einem ziemlich kranken Land, aber der Booster hilft, bezahlt habe. Ich habe Steuern bezahlt, oft mehrfach, indem man eine Mineralölsteuer, eine Kraftfahrzeugsteuer, eine motorbezogene, eine überhöhte Tankrechnung und sonst was zahlt. Dann gibt es noch Vignetten oder fragst du Straßen oder Maut. Wie der Asphalt der Straßen in Österreich ausschaut, sieht man eh hier im schönen Zentrum, wo die Forstaufbrüche sind. Wie es ausschaut, wo es nicht so schön touristisch ist, kann man sich auch vorstellen, macht aber nichts. Weil wir sollen ja eh nicht mehr Auto fahren. Ne? Das ist so wie mit der Meinungsfreiheit. Also Auto fahren die, die fürs System Geld bringen und was machen bitte gern, die anderen bitte daheim bleiben. Ja, sei es wie sei, ich halte fest, ich habe 30 Jahre in dieses System eingezahlt und ich würde sofort nach Russland gehen, weil ich glaube, dass die Meinungsfreiheit inzwischen in Russland weniger beschnitten ist als bei uns.
Ob die Tatsache ist, solange mir die österreichische Regierung das, was ich eingezahlt habe, nicht zurückerstattet, weil ihr Krankensystem inzwischen so marode ist, dass man in Wien im Krankenhaus zum Sterben am Gang liegt, dass man stundenlang auf eine normale medizinische Versorgung warten muss, da denke ich mir, da hätte ich gern mein Geld zurück und dann gehe ich gern nach Russland. Da regnet es nicht so viel bei uns. Zugegebenerweise, man hat ein bisschen ein Problem mit dem Uran, von der Uranmunition, und die haben wir anders als die Deutschen nur AKWs. Wir wissen Tschernobyl und so weiter, aber egal. Ich finde es immer sehr schön, wenn wir als österreichischen Steuerzahler hier in Österreich auf dem Hoheitsgebiet dieses sonderbaren einstmals liberal-demokratischen Landes, das jetzt nur noch eine Wahldemokratie ist, jemand erklärt, ich soll nach Russland gehen, während er als Russe hier steht und mir diese Anweisung gibt. Ja, wie gesagt, ganz im Ernst, ich würde nach Russland gehen, weil ich glaube, dass die Freiheit in Sachen Meinung, in Sachen Wirtschaftlichkeit und sonst wo inzwischen in Russland nicht wirklich schlechter ist als bei uns. Und wir reden da von einem ehemaligen kommunistischen Land. Egal, so viel zum Thema Meinungsfreiheit und so viel zum Thema jener, die hier leben und mit dem Finger auf uns zeigen, anstatt vermeintlich ihre Heimat dort zu verteidigen, wo ihr Krieg stattfindet. Aber ja, das ist natürlich wiederum nur meine persönliche Meinung und ihr wisst, Meinungsfreiheit ist an so einem Sonntag gar nicht angesagt und wenn, dann bitte nicht laut. Ja? Ich entschuldige mich. Ja, liebe Freunde, liebe Zuhörer, ich melde mich noch einmal zu Wort, aber jetzt muss ich es wirklich konkret vom Blatt lesen. Und zwar geht es um unsere österreichische Neutralität. Ich habe hier das Ganze entnommen aus der Zeitschrift Wegwarte von der Frau Inge Rauscher. Da heißt es im Zusammenhang mit unserem Universitätsprofessor für Völkerrecht, dem Herrn Dr. Michael Geislinger. Da werden jetzt folgende Fragen beantwortet. Von Neutralitätsrelativierer wird behauptet, dass das Moskauer Memorandum nur eine politische Verpflichtung sei und keine Erwähnung im Staatsvertrag von Wien fände. Das stimmt nicht. Antwort. Das Moskauer Memorandum von 1955 kann aus eigener völkerrechtlicher Vertrag gesehen werden. Über den Anhang 2, das heißt anders über den Annex 2, ist dieses zudem integraler Bestandteil des Staatsvertrages in Wien. Es wird behauptet, dass die EU-Solidarität universeller Neutralitätsvorrecht vorgeht. Das gelte auch für die Beteiligung an EU-autonomen Sanktionen. Das ist unwahr. Das universelle Neutralitätsrecht geht Bindungen nach regionalem Völkerrecht, EU-Recht in Klammer vor. Also, nichts wie EU-Recht. Es wird behauptet, die Teilnahme Österreichs an der sogenannten NATO-Partnership for Peace und der Euro-Atlantischen Sicherheitsratbeteiligung durch Österreich sei kein Militärbündnis und kein Neutralitätsverstoß. Auch das ist
unrichtig. Die EU-Sanktionen, die Österreich mitträgt, sind völkerrechtswidrig und stellen einen Verstoß gegen die Gewalt- und Interventionsverbot dar. Sie haben keine Deckung in UNO-Sicherheitsratsresolutionen. Die Entwicklung der EU über die Verträge von Amsterdam, Nizza, Lissabon und die derzeitige Praxis zeigen, dass die Mitgliedschaft Österreichs in der EU von Anfang an neutralitätswidrig war. Das hat Professor Geislinger in einem offiziellen Gutachten im Auftrag der Grünen Partei, von seiner Parlamentsfraktion, vor der EU-Beitrittsvolksabstimmung 1994 auch eingebracht. Kannst deine eigene Sprache nicht lesen, du Affe? Gusch. Das muss nicht sein. Gusch, das muss sein. Weißt du überhaupt, was es um uns geht? Da? Ich weiß, um was. Wenn du was zum Sagen hast, sagst du aber im Mikro und wir können vielleicht doch mal von Konsens kommen. Aber irgendwem frech aus Arschloch zu deklarieren, zeig dir mal, welches geistes Kind du eigentlich bist, gell? Der hat die Wahl, du Schisser. Ihr hättet gerne unseren Führer wieder, oder? Du bist unser Führer, Georg. Es ist nicht entscheidend, ob EU-Staaten oder NATO-Staaten formell, unmittelbar, mittelbar oder hybrid Kriegsparteien sind, sondern ob österreichische Unterstützung unmittelbar, mittelbar oder hybrid nur einer Kriegspartei, in diesem Fall der Ukraine, so zugutekommt. Damit ist sowohl die Abstinenz als auch die Gleichbehandlungspflicht verletzt. Finanzierung von Waffenkäufen, militärische Ausbildungsmaßnahmen für oder zugunsten der Ukraine durch die jährlichen EU-Mitgliedsbeiträge des neutralen Österreichs in Milliarden Euro Höhe zugunsten der Ukraine sind ebenfalls Neutralitäts nicht nur gefährdend, sondern neutralitätsverletzend. Lieferung von Kriegsmaterial aus Österreich und Genehmigung der Lieferungen ursprünglichen österreichischen Kriegsmaterials durch Drittstaaten zugunsten der Ukraine. Auch da, das ist nicht in Ordnung. Genehmigung von und Durchfuhr von Kriegsmaterial durch Österreich zugunsten der Ukraine laut einem Bericht des Express fand nur in den letzten Jahren unzählige Transporte durch Österreich durch, soweit ich mich erinnern kann, zumindest 1260 Kriegsmaterialtransporte durch Österreich. Ja, von den Überflügen, die wir also auch sozusagen genehmigen müssten, ganz zu schweigen. Und hier stellt sich letztendlich für mich die Frage, warum greift hier nicht längst die österreichische Staatsanwaltschaft ein? Das, was hier alles passiert, ist ja längst schon nicht nur Neutralitätsgefährdung, sondern, also diese Neutralitätsgefährdung nach dem Paragraph 320 Strafgesetzbuch, sondern aus meiner Sicht ist es längst schon Hochverrat. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, super. Danke.
Max. Aber es ist einfach super, was er auch macht. Er geht für den Frieden. Er sagt das immer, Gandhi, Inspiration von Gandhi nach Wien. Das dauert ungefähr 3 Wochen. Und das war auch ganz interessant, das war letztes Jahr. Natürlich, wir haben ihn begleitet online, und in Wien hat er dann sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Er geht alleine für den Frieden, jeder weiß es. Geht er nach Wien, demonstriert für den Frieden, für das Miteinander unter den Menschen. Und in Wien, wisst ihr, wen ihn da willkommen hieß? Wie viel? 20, gell? Ist 2 Polizeibusse mit 2 vollbesetzte VW-Bus, 16 Leute. Haben ihm 2 VW-Busse voll mit Polizisten empfangen, 16 Leute, das muss man sich vorstellen. Nein, so ein Mensch, der Frieden im Herzen trägt, der freigesprochen wurde übrigens für, ihr habt es vielleicht gesehen online, der von weil sich 8 Polizisten von der Bank da drüben weggezahlt wurde. Er hat immer nur Frieden geschrien, also nicht geschrien, sondern einfach lautstark hingetan. Und er wurde Freiheit geschrien. Und jetzt dann das mit dieser Wanderung, und er wird von 2 Bussen voll mit Polizisten, 16 insgesamt, empfangen, wie ein Verbrecher. Am Platz der Menschenrechte. So weit sind wir hier gekommen. Am Platz der Menschenrechte. Und jetzt vorher, am Platz der Menschenrechte. Es kommt noch etwas dazu. Am Platz der Menschenwürde. Rechte. So schaut's aus bei uns. Menschenrechte. So schaut's aus. Da sieht man schon was. Da sieht man jetzt da gerade was hergegeben. Okay. Wir fordern. Also, Sepp hat was in die Hand gegeben, und zwar, wir fordern die Aufarbeitung aller Korruptionsfälle in Bezug auf das Gesundheitswesen in der Corona-Politik mit der Pharmaindustrie. Wir fordern die Rücknahme aller Corona-Maßnahmen, den Verordnungen und des Epidemiegesetzes, des Arzneimittelgesetzes und dergleichen auf den Stand vor der Pandemie. Wir fordern den Austritt aus der EU und der WHO-Diktatur. Wir fordern die Rückkehr zur Neutralitätspolitik, keine Lieferung von Militärgütern, keine Sanktionen in Klammer Wirtschaftskriege, keine Waffentransporte und Überflüge, das ist Hochverrat, keine Gelder an die Ukraine zur Bezahlung der Leasingraten an die USA. Wir fordern ein Ende der Teuerung und der Inflation, in Klammer die Verarmung der Bevölkerung. Das fordern wir natürlich nicht, aber das hat es zur Folge. Und Rücktritt der Regierung, Neuwahl und eine Politik für das Volk. Okay. So viel also zu den Forderungen. So, bin ich vorinhaltlich dabei, die Frage, die ich mir halt stelle. Wir hatten kürzlich eine Wahl, bei der wir entscheiden konnten, ob wir den Bundespräsidenten, der die Covid-Verordnungen gebrochen hat, indem er beim Italiener sitzen geblieben ist, der mitten im Lockdown, während das Volk eingesperrt ist, ohne Maske, ohne Abstand, das Bobschall wackelt hat, so live ist live beim ORF,
der sich ausgestiegen hat, obwohl er die Schönheit dieser Verfassung immer lobt, als diese mit Füßen getreten wurde und der aktuell deswegen quasi einen Redakteur von Report 24 klagt wegen Majestätsbeleidigung. Man glaubt, der Straftatbestand der Majestätsbeleidigung erklärt eher schon, wo wir in dieser Demokratie sind. Egal, wir hatten kürzlich als österreichisches Volk die Option, darüber zu entscheiden, ob wir diesen schweigsamen Kreis wiederhaben wollen oder ob wir einen anderen wollen und damit eventuell sogar die Chance gehabt hätten, dass die Regierung, wie es das Protokoll vorschreibt, ihren Rücktritt angeboten hätte und ein anderer Kandidat das vielleicht angenommen hätte. Aber von 6,2 oder 3 Millionen Wahlberechtigten in diesem Land haben 30%, also ein Drittel für all die Bildungsfernen, ihr wisst ja, PISA-Studie ist ja nicht unser Turm, haben ein Drittel beschlossen, Demokratie, gebt mir nichts an, gehe ich gleich einmal nicht hin. Ja, und die verbliebenen zwei Drittel haben dann wiederum zu knapp 16% unseren Präsidenten wiedergewählt, der übrigens in seiner Angelobungsrede darüber gesprochen hat. Man kann es bei Romans Videos einsehen, wir haben ein Reaktionsvideo drauf gemacht. Ich vermute mal, bald wird man auch gegen uns klagen. Macht man es ja schon. Für alle, die interessiert sind, am Donnerstag, den 24. ist die Urteilsverkündung in Linz, beim Landesgericht. Ja, wie dem auch sei. Wir haben ein Reaktionsvideo gemacht und das zeigt, wie dieser nette Herr mit dem großen Zigarettenkonsum, der übrigens damit auch das Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden umgeht, in der Hofburg weiterhin ganz stolz über den geostrategischen Punkt, den Österreich hinten entspricht. Aktuell, wie gesagt, findet er dem, in den österreichischen Soldaten in die ukrainische Kugel. Wie gesagt, er hat ein sonderbares Demokratieverständnis. Er hat ja auch gesagt, er würde einen stimmenstarken Titel, auch wenn er per Volksentscheid gewünscht wird, nicht angeloben. Also so viel zu seiner Auffassung unserer Verfassung, deren Schönheit er ja immer lobt. Ja, wie gesagt, was er von der Neutralität hält, wenn er Soldaten dorthin schicken will, wo Uranmunition inzwischen das Land verstrahlt und wo eventuell weiterhin Kriegshandlungen die Gesundheit und das Leben österreichischer Soldaten gefährden würden, ist ein anderer Punkt. Aber wie gesagt, wir hatten die Wahl, diesen Präsidenten wieder zu bestellen oder abzuwählen. Und nachdem ja, wie gesagt, ein Drittel des Volkes nicht wählen gegangen ist und das andere Drittel beschlossen hat, wir finden das super, was er macht, sind all diese gerade genannten Forderungen eigentlich relativ sinnfrei. Ich hätte mal gesagt, die Forderung sollte sein, man sollte dem Österreicher vielleicht einen Qualifikationstest unterziehen, bevor er wählen darf. Es ist nur so ein Teil meiner Dinge. Weil wenn Demokratie für 30% eh keinen Stellenwert hat, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Leute verstanden haben, wie unser System theoretisch aufgebaut ist. Insofern hätte ich gesagt, lassen wir das mit den Forderungen. Wir brauchen im Zweifelsfalle, glaube ich, auch gar kein Spendenkonto für jene machen, die den Ukraine-Krieg gut heißen, weil wir wissen ja eh, aus welchen Reihen die kommen. Und wie gesagt, ich habe vorhin erwähnt, ich bin 30 Jahre Beitragszahler, man nimmt das Geld eh trotzdem von uns. Ja? Also es ist leider Gottes sehr, sehr traurig. Meines Erachtens nach wäre der Ansatz da, anzusetzen, wo es weh tut, nämlich wir haben ganz viel von Geld geredet heute, und das wäre einfach, indem sich der Souverän, sprich für alle, auch die nicht zuhören, einmal klar werden, dass es unser Steuergeld ist, dass wir 52 Wochen im Jahr haben, davon 47 arbeiten gehen, um 5 frei zu haben, und dass wir von Jänner bis August für Staat arbeiten und das, was wir dann von September bis Dezember arbeiten, das ist dann die Wahrheit unseres. Aktuell bin ich mir nicht sicher, ob das aufgrund der Inflation stimmt.
Ich glaube, inzwischen ist es eh schon so, dass wir bis Ende Oktober für den Start arbeiten. Aber wie gesagt, die Teuerung stört ja vermeintlich keinen. Wenn ich gehört habe, dass in Österreich inzwischen 500.000 Haushalte ihr Leben nicht mehr bestreiten können und hier im Schatten 50 gleich stehen, dann zeigt das, dass der Österreicher weiter am Arsch sitzen bleibt. In dem Sinne sage ich, ja, gute Nacht Österreich. So. Und jetzt natürlich allen vielleicht auffallen, der Bergoglio scheint immer noch nicht die Message zu Krieg zu haben. Er redet von Frieden, er zählt rum, er quasselt von Frieden, dort heilig, dort brav, dort irgendwie mitfühlend, redet. Doch wir fordern schon seit rund 3 Monaten ein wirkliches Zeichen, dass er es mit seinen Leuten ernst meint. Und das Zeichen ist ganz einfach, was er zu tun hat. Vielleicht sind wir hier genau richtig, da drüben waren ja irgendwo der Erzbischof. Jetzt hätte ich fast irgendwas anderes noch gesagt. Erzbischof, Kollege von Bergoglio. Wenn ihr wieder mal beim Kaffeekränzchen da unten sitzt, eure Geschichten erzählt, was euch so alles wehtut, um kleinen Zehen, am Ohrwascherl, dann richte deinem Kollegen Bergoglio einen schönen Gruß aus. Richte ihm einen schönen Gruß von uns aus. Wenn er kein Heuchler ist, wenn ihr keine Heuchler seid, dann machen wir doch jetzt Nägel mit Köpfen. Ihr habt viel Geld gesammelt in den letzten 1000 Jahren. Und ihr habt es auf eine grausame Art und Weise gesammelt. Das Geld steckt auch in Häusern, das ihr gesammelt habt. Ihr habt Leute unterdrückt unter eurem Namen, unter den Namen Gottes. Nicht unter den Namen Gottes, sondern eines Gottes, den ihr für euch kreiert habt, damit ihr die Leute unterdrücken könnt. Diesen Gott, den betet ihr an. Ein Gott, den ihr selbst geschaffen habt, der euch zu Diensten steht für eure maßlose Gier an Macht, an Geld und Reichtum. Und dieses Geld, auch das Immobiliengeld, 70%, Erzbischof, hör zu, 70% werde ich jetzt zur Verfügung stellen für den Frieden, für das menschliche Miteinander, für ein Menschsein. Nicht rumchecken, nicht reden, nicht die Goldringe abküssen lassen, die Füße küssen lassen, die Leute weiter um das Klar frei halten. Nein, Daten. Wenn ihr keine Häusler seid, und das seid ihr bis jetzt gewesen, Bergoglio und Freunde, ihr seid Häusler gewesen. Und auch alle Vorgänger seid ihr Häusler gewesen. Ihr habt den Leuten was vorgemacht. Ihr habt die Leute getäuscht. Ihr habt sie unterdrückt. Ihr habt große Verbrechen begangen. Dabei spreche ich jetzt nicht nur eure sogenannte katholische, christliche. Ihr habt keine Ahnung, wer Christus war. Ihr habt ihn gekreuzigt, ihr seid dasselbe Team, dieselben Priester. Ihr habt null Ahnung. Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Das ist die Zeit, die alte Zeit, die alte Welt. Sie ist untergegangen. Und jetzt kommt die neue Welt. Und eure Welt hat darin keinen Platz. Eure Welt hat keinen Platz darin.
Aber ihr könnt noch einmal zeigen, dass ihr wirklich menschliche Gefühle hegt. Dass ihr wirklich menschlich seid. 70%. 70%. Sagt es Bergoglio, sag es Bergoglio. Erzbischof, sag's ihm, deinen Kollegen, beim nächsten Kaffeekränzchen. 70%. Und ihr wisst ganz genau, mit diesen 70%, wenn ihr das macht, Vatikan, wenn ihr das macht, dann werden die anderen Systeme folgen müssen. Wir haben innerhalb von 2 Wochen Frieden. Ihr wisst, das ist das Zeichen, was ihr setzen müsst. Einfach 70%. Und 30. Diese 30 könnt ihr behalten. Das ist so in der Geschichte verankert. Die 30 gehören für den Verrat. Und das gehört euch. Für den Verrat, den ihr an Jesus begangen habt. Ihr habt seine Lehre verfälscht. Ihr habt dem Menschen seine Lehre genommen. Und seine Lehre war: in jedem Menschen ist die Kraft. In jedem Menschen ist die Macht. Jeder Einzelne trägt die Kraft und die Macht in sich selber. Jeder Mensch ist mit dem Herzen miteinander verbunden. Und dieses Herz hat nichts mit eurem religiösen Dogma zu tun, mit keinem Dogma, mit keinem politischen, mit keinem religiösen. Und denkt nicht, wir sind hier irgendeine Sekte. Ich nehme hier alle diese sogenannten Religionen ins Boot. Alle Heuchlerreligionen. Den Buddhismus, den Islam, alles Religionen, die dazu geschaffen wurden, um den Menschen hier hinzudrücken. Schaut nicht hin, erhebt nicht den Kopf, erhebt nicht die Augen und schaut nicht hin. Wir sagen dir, was zu tun ist. Nun, diese Zeit ist vorbei. Diese Zeit ist endgültig vorbei und ihr ahnt es. Ihr rettet euch nicht, wenn ihr mitgeht mit diesem System. Ihr rettet euch nicht, ihr werdet geradewegs dorthin gehen, von dem ihr immer die Leute Angst gemacht habt. Ihr denkt, das ist alles nur ein Schmäh. Doch ihr müsst wissen, diese Zeit hier ist knapp bemessen, wenn es auch nur ein paar Jahre sind. Aber das Ende kommt für euch. Und wenn ihr ohne Herzen hinkommt, und ihr habt es nicht, ihr habt euch selber nicht, und dann wird euch das genommen, was ihr habt, nämlich euer Reichtum und eure ganzen Machtfantasien, das alles wird euch genommen werden, weil ihr euch selber nicht besitzt. Wir haben uns selber, wir sind hier verbunden. Wir sind verbunden im Herzen. Wir spüren uns. Wir tragen das Wort stark. Hier tun wir es gut. Woche für Woche, Tag für Tag, online, überall. Ihr könnt euch verbinden mit uns. Ihr könnt wieder zurück zum Mensch hier, zur Menschheitsfamilie hier. Lasst uns Mensch sein, das ist jetzt, was passiert. Wahres Menschsein. Also, noch einmal. Wenn ihr es wirklich ernst meint, wenn ihr aus eurem Heuchlertum aussteigen wollt, 70%, Erzbischof, sagt deinem Bergoglio. Sag's ihm. Es ist ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Gar nicht schwer. Wie sagt ihr? Reichtum ist doch nicht alles, das kann man, das taugt doch nichts. Wir müssen uns Früchte im Himmel anschaffen. Früchte im Himmel, ihr habt euch Früchte auf der Erde angesammelt, in Form eures Reichtums. Auch gut, ihr habt jetzt so viel angesammelt, dass es jetzt genau für diesen Moment aufbewahrt wurde, um jetzt einzusetzen. Für Mensch, für den Mensch. So, und zum Abschluss. Zum Abschluss. Wisst ihr was? Wo Jesus immer geredet hat. Gottes Name. Wisst ihr, wer wieder Gottes Name ist? Vielleicht holt ihr gleich die Bibel raus. Habt ihr wahrscheinlich vergessen. Schlag mal nach bei Moses. Dort steht's.
Er hat gesagt, ich bin. Ich bin ist mein Name. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist von irgendeiner Wesenheit der Name, nun, dann wisst ihr genau, Jesus hat es verkündet. Ich bin, das sind wir. Das ist jeder von uns. Jeder von uns sagt ich. Ich bin und fühlt sich selber, fühlt dieses Sein. Ich bin ist der Name Gottes und Gott, das ist der Name des Menschen. Des Menschen. Es heißt nicht Menschensohn, sondern es hat immer schon geheißen Mensch. Mensch. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben und ich bin das Licht. Dieses Ich Bin ist nicht auf ihn gemünzt. Dieses Licht ist, gilt für uns alle. Ich Bin. Ganz einfach. Dort treffen wir uns. Dort sind wir. Und dieser Name wird jetzt verkündet. Unerlässlich. Der wahre Name. Und das sind wir. Das ist der Mensch. Und dort gibt es keine Ausbeutung. Dort gibt es keine Erpressung. Dort gibt es nur wirkliches Ehrenmögen. Wirkliches Miteinander arbeiten. Miteinander gestalten. So, meint ihr, habt es gehört? Schaut nicht so aus, er ist wahrscheinlich am Baden. Die Füße im kalten Wasser. Okay, ganz kurz, machen wir vielleicht mal die kurze Spürmeditation für uns und dann lasst uns einfach zurück zum Musterplatz hin. Okay, wir haben gesagt, ich bin. Gehen wir jetzt in dem Moment, wir müssen gar nicht ins Hingehen. Es ist einfach nur ein Fühlen. Mein Fühlen jetzt. Kannst du mal kurz übernehmen? Danke. Und da bleiben wir. Wir vertrauen jetzt ganz wirklich uns selbst. Keiner Meinung, keiner Auffassung, keiner Doktrin, einfach nur ich. Dieses Gefühl. Miteinander.